Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video präsentieren wir euch die Top 7 der besten Smartphones, vom Budget-Handy bis zum Flagship. Bevor wir jedoch loslegen, möchten wir euch darum bitten, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Videos verpasst. Vergesst auch nicht, das Video zu liken und einen Kommentar mit euren Fragen oder Erfahrungen zu hinterlassen. Euer Feedback ist uns sehr wichtig. Nun aber zu den Produkten. Lasst uns ohne weitere Verzögerung beginnen. Das Xiaomi Redmi Note 12 ist ein preisgünstiges Smartphone in der Mittelklasse, das ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Es verfügt über ein großes 6,67 Zoll OLED-Display mit flüssiger 120 Hz Darstellung, das auch bei Sonnenlicht gute Qualität bietet. Es konkurriert mit anderen Smartphones wie dem Poco X5 und dem Samsung Galaxy A34 5G. Im Vergleich zum Redmi Note 11 wurden einige Kompromisse eingegangen, wie das Fehlen eines Stereo-Lautsprechers. Dennoch bietet das Telefon solide Technik zu einem attraktiven Preis. Der Snapdragon 4 Gen 1 Prozessor sorgt für angemessene Leistung und Energieeffizienz in seiner Preisklasse. Der 5000 mAh Akku verspricht lange Laufzeiten, obwohl einige Berichte über höheres Standby-Verbrauch existieren. Das Telefon unterstützt 5G und NFC für moderne Konnektivität und bietet eine klassische 3,5 mm Kopfhörerbuchse. Der interne 128 GB Speicher kann per SD-Karte erweitert werden. Die Kameraausstattung auf der Rückseite ist gemischt. Die Hauptkamera liefert akzeptable Ergebnisse, besonders bei Tageslicht, während die Zusatzkameras eher durchschnittlich sind. Insgesamt ist das Xiaomi Redmi Note 12 ein solides Mittelklasse-Smartphone mit großem Display, ausreichender Leistung und vielseitigen Kameraoptionen. Es ist in Grün, Blau und Grau erhältlich. Das Samsung Galaxy A54 5G hebt sich als bemerkenswertes Mittelklasse-Smartphone hervor. Sein Design orientiert sich am Premium-Modell S23 mit einer vollständig verglasten, farbenfrohen Rückseite und Wasserbeständigkeit nach IP67. Das 6,4 Zoll OLED-Display beeindruckt mit kräftigen Farben und guter Lesbarkeit. Der leistungsstarke Exynos 1380 Chipsatz in Kombination mit 8 GB RAM ermöglicht flüssiges Multitasking und 25% verbesserte Grafikleistung. Der 5000 mAh Akku verspricht eine Laufzeit von bis zu 2 Tagen und die Hauptkamera mit 50 Megapixeln und KI-unterstützter Bildoptimierung liefert auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gute Ergebnisse. Das A54 5G bietet eine solide Option für Nutzer, die starke Leistung und Funktionen in der Mittelklasse suchen. Das Google Pixel 7 ist die 7. Generation der hauseigenen Smartphones von Google. Mit einem Preis von unter 600 Euro richtet es sich an anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer, die nach Qualität und Handlichkeit suchen. Das kompakte 6,3 Zoll Display mit schmalen Rändern bietet eine angenehme Größe. Angetrieben wird das Gerät vom verbesserten Tensor G2 Chipsatz, der eine gesteigerte Leistung bei 20% geringerem Energieverbrauch bietet. Die einzigartigen Machine Learning Funktionen der Tensor Kerne ermöglichen Funktionen wie die Korrektur von verwackelten Fotos und automatische Sprachnachrichtentranskription. Die Live-Übersetzung von Sprache und Text per Kamera ist eine bemerkenswerte Alltagsfunktion. Das Smartphone bietet eine solide Performance und reibungslose Navigation dank des puren Google Android Betriebssystems. Das Display mit 2400 x 1080 Pixeln Auflösung und 90 Hz Bildwiederholrate überzeugt, ebenso wie die hochwertigen Kameras. Das Apple iPhone 14 setzt auf eine kontinuierliche Evolution ohne drastische Veränderungen im Vergleich zu seinen Vorgängern. Das zentrale Element ist ein lebendiges 6,1 Zoll OLED-Display mit HDR-Fähigkeit, automatischer Anpassung des Weißpunkts an die Umgebung und hoher Helligkeit. Die bekannte Notch bleibt erhalten, während das flüssige 120 Hz-Erlebnis exklusiv dem teureren Pro-Modell vorbehalten ist. Unter der Oberfläche arbeitet der vertraute A15 Bionic-Chip, was trotz seiner hohen Leistung bei anhaltendem Preisspiegel einige Fragen aufwirft. Dennoch wurde die Akkulaufzeit spürbar verbessert, was eine längere Nutzung ermöglicht. Die Kameraausstattung mit einer 12-Megapixel-Hauptkamera, einer 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera und einer 12-Megapixel-Frontkamera bleibt weitgehend unverändert, liefert aber nach wie vor beeindruckende Aufnahmen. Das Apple iPhone 14 Pro präsentiert eine Reihe von bemerkenswerten Verbesserungen im Vergleich zu seinem Vorgänger. Das 6,1 Zoll OLED-Display ist heller und vielseitiger, mit 1400 Nits für HDR-Inhalte und einer beeindruckenden maximalen Helligkeit von 2000 Nits im Freien. Die flexible Bildwiederholrate von 10 bis 120 Hz gewährleistet ein flüssiges Erlebnis bei geringem Energieverbrauch.
Neu ist auch das Always-on-Display in Verbindung mit iOS 16. Eine markante Designänderung ist der Ersatz der Notch durch eine pillenförmige Hole-Aussparung namens Dynamic Island. Diese wurde geschickt ins Betriebssystem integriert und sorgt für ein nahtloses Erscheinungsbild. Die Kamera des Smartphones, jetzt mit einem 48-Megapixel-Sensor, verwendet Pixel-Binning, um beeindruckende Fotos zu erstellen. Das Sony Xperia 1 IV ist ein herausragendes High-End-Multimedia-Smartphone, das mit seinem OLED-Display, der beeindruckenden Kameraqualität und leistungsstarkem Chipsatz überzeugt. Das 6,5 Zoll Display bietet eine außergewöhnliche HDR-Qualität, 100% DCI-P3 Farbwiedergabe und bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Die Kamera verfügt über 4 12-Megapixel Linsen, darunter Ultraweitwinkel, Weitwinkel und eine revolutionäre Telelinse mit optischem Zoom für Porträts mit natürlichem Bokeh. Der Snapdragon 8 Gen 1 Chipsatz in Kombination mit 12 GB RAM liefert starke Leistung, unterstützt durch 5G, NFC, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6. Ein 5000 mAh Akku gewährleistet eine solide Akkulaufzeit. Das Smartphone kann auch als externer Bildschirm und Fernsteuerung für Sony-Kameras dienen. Das Samsung Galaxy S23 Ultra, das Spitzenmodell für 2023, erinnert mit seinem markanten, kantigen Design und großem Display an die Galaxy Note-Reihe. Trotz des hohen Preises bietet es dank neuester Technik ein überzeugendes Gesamtpaket. Das beeindruckende 6,8 Zoll OLED-Display passt seine Bildwiederholrate an den Inhalt an und steigert so die Energieeffizienz. Der Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz und der 5000 mAh Akku sorgen für starke Leistung und lange Laufzeiten. Die vielfältige Kameraausstattung umfasst eine 200 Megapixel Hauptkamera, flexible Telefotolinsen mit 3x und 10x Zoom sowie optimierte Bildstabilisierung für qualitativ hochwertige Aufnahmen und Videos. Insgesamt stellt das Galaxy S23 Ultra eine überzeugende Wahl für anspruchsvolle Nutzer dar, die bereit sind, für erstklassige Technik und Leistung zu investieren. Das waren also unsere Top 7 Smartphones. Wir hoffen, dieser Test und Vergleich hat euch bei eurer Entscheidung geholfen und nützliche Informationen für eure Kaufentscheidung geliefert. Die Links zu den vorgestellten Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt einfach darauf, um weitere Details und Preise zu erfahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solche Inhalte sehen möchtet, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um keine unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Interesse. Vergesst nicht, das Video zu liken und einen Kommentar mit eurem Feedback zu hinterlassen. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.